Hi. Also, was sind eigentlich Allergien? Eigentlich sind es Stoffe, die eigentlich völlig ungefährlich sind für unseren Körper, aber jener sie trotzdem als gefährlich sieht. Ja, wie diese süße Biene hier zum Beispiel. Auch völlig ungefährlich. Es gibt genau zwei Ursachen für Allergien. Zum einen, dein Immunsystem funktioniert nicht richtig und es schlägt so mehr so um sich halt, weil es nicht weiß, was schädlich ist und was nicht schädlich ist. Es kann es nicht mehr unterscheiden, weil dein Immunsystem die Zellen falsch aufgebaut sind oder weil ihnen die bestimmten Baustoffe fehlen, um adäquat zu funktionieren. Des Weiteren kann es daran liegen, dass deine Darmpermeabilität nicht mehr ganz adäquat funktioniert. Ich habe mir ziemlich angetan, dieses Wort adäquat, ne? Ich weiß, ich weiß. Es gibt sogenannte Tight Junctions, ja, die regulieren dementsprechend, was hindurchkommt in die Blutbahn und was eben nicht. Und wenn dort Makromoleküle durchkommen, die dort eigentlich nicht hingehören, dann wehrt sich der Körper dagegen. Und es entstehen Autoimmunkrankheiten, Allergien und so weiter. Wusstest du, dass deine Abwehrzellen, deine Leukozyten, deine weißen Blutkörperchen nur funktionieren mit Vitamin D? Das kann man ganz einfach daran erkennen, dass jede einzelne deiner 30 Milliarden ein Vitamin D-Rezeptor hat, um selbst für sich die synthetische, ja, beziehungsweise die aktive Form des Vitamin D zu synthetisieren, die 1,25-Dihydroxy, und dann richtig adäquat zu funktionieren. Vitamin D reguliert dein komplettes Immunsystem. Also, es ist sogar so, dass in den Studien steht, dass es sogar Autoimmunkrankheiten verhindert. Ich würde eher sagen, entgegenwirkt. Ein bisschen vorsichtiger immer. Aber ne, ihr wisst, was ich meine. Das ist die neueste Studienlage. Ja? Dazu schaut auch ganz, ganz gerne mal mein Video zu Multiple Sklerose an. Dort wird etwas tiefer auf die Thematik eingegangen. Also Asthma ist eine Art Allergie, was Entzündungsreaktion unterliegt. Was sehr, sehr interessant in Studien ist, zu sehen, dass Vitamin D, ja, es akzeleriert sozusagen die Sekretion von Entzündungshemmern. Ja? Das heißt, es beschleunigt die Abgabe von Entzündungshemmern in die Blutbahn, sodass die Entzündungsreaktion herabgesetzt wird in deinem Körper. Ja, dazu gehören zum Beispiel IL-10, ja, das ist ein Entzündungshemmer dementsprechend, und auch in einer anderen Studie zu sehen, IL-10 und IL-4 zum Beispiel, ja, diese werden alle nach unten reguliert durch Vitamin D. Was ihr hier seht, ist liposomales Astaxanthin, weltweit das stärkste Antioxidant der Welt, also wirklich eine Premiere. Und auch, wie man es nicht anders kennt, von Studien, ja, doppelt so hohe Bioverfügbarkeit sehen wir hier schwarz auf weiß gegenüber normalen Pulver. Seid ihr eigentlich schon umgestiegen oder konsumiert ihr immer noch normal? Jetzt fehlt nur noch empirisch gesehen, also auch das ist in Studien festzuhalten, dass Kinder mit Allergien allgemein gegenüber Kindern, die keine Allergien haben, im Durchschnitt einen niedrigeren Vitamin-D-Spiegel haben, sieht man hier in der Studie. Oder auch in dieser Studie gleiches Ergebnis, ja. Oder auch in einer Studie von Iran, wo natürlich die Sonneneinstrahlung allgemein sehr, sehr hoch ist, trotzdem wurde dieses Ergebnis dort festgestellt, ja, in verschiedenen Regionen der Erde, ja. Und da wird halt empfohlen, eine Vitamin-D-Gabe und so weiter kann da sehr lindernd wirken. Also, was habe ich gelernt? Zusammenfassung: Vitamin D und Allergien. Das Immunsystem braucht Vitamin D, um zu funktionieren. Es ist so wichtig, dass jede Abwehrzelle es selbst umwandelt. Es verhindert Entzündungsprozesse durch Ausschüttung von Botenstoffe. Studien zeigen, dass Allergiker einen niedrigen Vitamin-D-Spiegel haben als gesunde Menschen. Kommen wir zum zweiten Punkt. Immunsystem haben wir abgefrühstückt, ja? Ham, ham, ham. Weiter jetzt der Darm. Und zwar wurde da eine unfassbar geniale Studie durchgeführt, ja? Und zwar mit Probanden, die dementsprechend allergische, ja, Krankheiten unterliegen, dann und gesunden Probanden. So, dann wurden denen zwei Zuckerarten gegeben, ja? Also Mannitol ist ein sehr kleines, nicht so sterisch anspruchsvolles Zucker, und dann Lactulose, ja? Lactulose entsteht auch bei dem Erhitzen von Milch und so weiter. Auf jeden Fall, dieses Lactulose ist so gesehen auch eine Art Abführmittel, weil es so sterisch ist, es passiert nicht wirklich dein Darm, weil es so groß ist, in Anführungsstrichen. Und dort gehört es auch nicht hin, deshalb wirkt es als Abführmittel, weil dein Körper will es wieder loswerden. Was interessanterweise festgestellt worden ist, dass die letztendlich dann, ja, Allergien und so weiter unterliegen, eine dreifach höhere, mehr als dreifach höhere Konzentration von diesem Lactulose beinhaltet in den Exkrementen, dementsprechend in den Ausscheidungen, als die, die gesund waren. Ja? Das heißt, dort sind Partikel vermehrt in den Darm gelangt, und dann halt in die Blutbahn, die dort eigentlich nicht hingehören, bei denen, die erkrankt waren, komischerweise. Das deutet darauf hin, dass diese einen durchlässigeren Darm haben als die gesunden Menschen. Und auch hier nochmal in der Studie ganz, ganz interessant zu sehen, nach neuestem wissenschaftlichen Kenntnis ganz, ganz klar, Autoimmunkrankheiten, Allergien und so weiter unterliegen einem Leaky Gut-Syndrom, einem durchlässigen Darm. Das ist die Ursache, ja. Das steht schwarz auf weiß. Es ist einfach traurig, dass Mediziner sich einfach nicht weiterbilden in der Sache und langsam erkennen, dass die Ursachen ganz woanders liegen. Was ich aber noch sagen möchte, ist, es
wo es ebenfalls ausgelöst werden kann, durch ungünstige Zusatzstoffe in Lebensmitteln. Ja, zum Beispiel bestimmte Emulgatoren. Ja, das heißt, das sind Verbindungen, die einen wasserlöslichen Teil und einen fettlöslichen Teil haben, wie zum Beispiel in der Milch, kennt ihr das Lecithin. Ja? Milch enthält Fett und Wasser, trotzdem ist eine homogene Masse. Weil diese verbinden, die sozusagen machen es zu einer homogenen Masse. Und dazu gibt es auch verschiedene in Lebensmitteln, zum Beispiel Sucrose, Monoester, Fettsäuren und diese wurden letztendlich auch getestet. Ja, und hier sehen wir zum Beispiel die TEER. Ja, also TEER ist die sozusagen elektrisches, ja, übersetzt einfach mal, elektrisches Membranpotenzial, ja, deiner Darmepithelzellen. Ja. Und das wurde dann dementsprechend herabgesetzt, ja, je höher die Konzentration von diesen Sucrose, Monoestern, Fettsäuren waren, ja, von diesen Emulgatoren in den Lebensmitteln. Ja. Und da sieht man ganz, ganz klar, dass diese dann die Darmlässigkeit fördern, ja, Darmdurchlässigkeit. Und des Weiteren auch ein sehr, sehr interessanter Stoff, ja, Ovomucid, ja, und dieses Ovomucid ist ein Protein aus den Eiern, ja. So, und dieses wurde ebenfalls getestet, ja, und das gilt auch als ein Allergen, wenn man das mal googelt, ja, schon alleine deswegen, ja. Und man sieht hier auch, in der Studie basiert, ja, je höher die Konzentration von diesem Ovomucid, desto niedriger das Membranpotenzial, desto durchlässiger wurde der Darm, ja. Also, was habe ich wieder gelernt? Allergiker weisen einen höheren Darmpermeabilität auf gegenüber von Makromolekülen. Verschiedene Zusatzstoffe, zum Beispiel Emulgatoren, Sucrose, Monoester, Fettsäuren, erhöhen die Permeabilität der Tight Junctions. Ovomucid, das Protein aus dem Ei, tut dies ebenfalls. Jetzt ist noch die Sache, was können wir dagegen tun? Ja? Und zum einen natürlich ganz, ganz klar unverarbeitete Lebensmittel konsumieren. Das heißt, so wie sie sind, essen Kartoffel, ja, Möhre, ja, Brokkoli, ja, ne, so, ohne großartig Inhaltsstoffe, dann umgehen wir das schon mal, ja. Des Weiteren, jetzt kommt was ganz, ganz Essentielles, habe ich in einer fabelhaften Studie gesehen, in einer kostpflichtigen Studie, und zwar geht es hier um ballaststoffarme und ballaststoffreiche Ernährung, ja, bezogen auf Tight-Junction-Funktion, ja, das heißt Schließung und Öffnung deiner Darmpermeabilität sozusagen, Selektivität, was durch kann und was nicht, ja, und Entzündungsreaktion, ja. Und man sieht hier ganz, ganz klar, ja, das IgE, IgE ist sozusagen ein Antikörper, der Entzündungen in deinem Körper fördern. Und wir sehen hier bei einer ballaststoffarmen Ernährung, das heißt tierischer Ernährung, tierische Produkte haben keine Ballaststoffe, sehen wir, dass dieser erheblich erhöht war, dieser IgE-Wert, über der Kontrollgruppe. Das heißt, dass du vermehrt Entzündungen im Körper hast. Das sehen wir hier auch an dem Bild, ja, links Kontrollgruppe, rechts ganz deutlich mehr Entzündungen zu sehen. Da muss man kein Biochemiker sein. Und auch unten beschrieben, ja, in diesem Satz, eine ballaststoffarme Ernährung förderte allergische Entzündungsreaktionen im Körper. Hingegen eine ballaststoffreiche Ernährung, sprich pflanzliche Ernährung, vegan und so weiter, die haben alle Pflanzen haben Ballaststoffe, sehen wir, erster Satz wieder ganz, ganz klar, eine ballaststoffreiche Ernährung erniedrigte die Entzündungsmarker im Blut, ja, beziehungsweise die allergischen Reaktionen, Entzündungsmarker im Blut. Und man sieht hier auch, die IgE-Konzentration hat deutlich abgenommen, sogar zur Kontrollgruppe. Ja, zur Kontrollgruppe sogar noch weniger. Das heißt, je mehr Ballaststoffe, desto immer weniger Entzündungen wurden im Körper festgestellt. Und man sieht hier auch das Bild, man muss kein Biochemiker sein, ganz deutlich, ganz, ganz deutlich sehen wir hier, Entzündung geht zurück. Als letztes möchte ich euch noch Chymifugin empfehlen. Ja, das ist ein Stoff aus der, wie heißt sie denn nochmal? Habe ich nie aufgeschrieben. Trauben-Silberkerze, genau. Trauben-Silberkerze, Chymifugin. Da gibt es mittlerweile auch schon Präparate und so weiter. Und diese reguliert unfassbar toll die Tight Junctions wieder, ja, und damit die Selektivität, was durch darf und was nicht und so Entzündungen sozusagen entgegenzuwirken, ja. Und das sehen wir zum Beispiel hier in dem Bild, ja, eine normale Körperzelle, die letztendlich einer Entzündung unterliegt. Ja, sehen wir, die ist sehr aufgebracht, ja, sehen wir hier. Und dann der Vergleich, wenn Chymifugin verabreicht worden ist in Säugetieren, eine deutliche Linderung der Entzündungsmarker. Da muss man wieder kein Biochemiker so sein, um das zu sehen. Und des Weiteren sieht man alle Entzündungsmarker, ja, sehen wir hier, diese Interleukine, IL, ja, ein deutlicher Rückgang bei Zugabe von Chymifugin, ja, und das heißt entzündungshemmende Eigenschaften, ja, durch Regulierung wieder dieser Tight Junctions. Das ist eine sehr, sehr komplizierte Studie, wollte ich euch jetzt ersparen, inwieweit biochemisch die dort eingreift, in den Prozess, in die Kaskade dieser Wirkstoff Chymifugin. Wichtig ist, dass ihr das Ergebnis einmal seht, ja? Ja, also zusammenzufassen kann ich sagen, ganz klar, Immunsystem auf Trab halten, ja?
für die kritischen Nährstoffe eben sorgen. Gerade hier in Deutschland Vitamin D unfassbar wichtig für die Funktion, dass ein gesundes Immunsystem funktioniert und unterscheiden kann von gesunden und nicht gesunden Partikeln. Des Weiteren so naturbelassen wie möglich ernähren. Ja? Das heißt, viele Ballaststoffe ebenfalls, erhöht die Selektivität der Tight Junctions und damit die, die Durchlässigkeit deiner Partikel, die nicht dort hineingehören, werden herabgesetzt. Und des Weiteren auch Kumifugin zum Beispiel kann Linderung hierbei noch helfen, falls es sehr, sehr akut ist. Ja, ja, ich denke, das war's wieder. Ich denke, es ist sehr, sehr aufschlussreich gewesen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen, unfassbar. Und wenn ihr natürlich auch den Kanal abonniert, dabei auf die Glocke drückt, damit ihr wirklich informiert werdet, wenn ein neues Video kommt. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wirklich danke, dass du bis hierhin zugeschaut hast. Du bist ein geiler Typ. Ich liebe dich dafür, dass du bis hierhin angeschaut hast. Bis zum nächsten Mal. Rohvegan Unlimited. Ciao.